Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Gameplay. Wir zocken Dead Second auf der Pico 4 und das Game kostet im Pico Store 14,99 €. Dead Second ist so eine Art Arcade-Shooter, wo wir uns nicht selbst bewegen können, sondern wir haben vorgegebene Positionen, wo wir uns hin teleportieren können. Da sehen wir dann immer so eine Silhouette, wenn wir auf den Knopf drücken und ja, dahin teleportiert man dann und dann kommen die Gegnerwellen, man muss sie erledigen und erst dann geht's weiter. Wir haben einen Shop, wo wir uns Waffen freischalten können. Ich habe, ja, die hat man automatisch nach dem Tutorial schon und die habe ich mir jetzt schon gekauft. Genau, hier ist sie, die Falke. Man verdient sich Geld mit den Missionen, die man halt absolviert und das ist unser Kontostand. Dann haben wir hier noch so eine kleine Pistole, eine Uzi, einen dicken Revolver. Und dann so eine vollautomatische Pistole für 50.000. Dann haben wir Waffenskins, die wir uns dann noch ja, freischalten können. Ne? Schaut mal hier. Ja, kann man dann machen, wenn man will. Andere Handschuhe noch. Ne? Aber das ist jetzt erstmal Nebensache. Wichtig wäre, wenn man sich die Waffen erstmal freischaltet. So, Tutorial habe ich absolviert. Ist jetzt nichts Besonderes. Wir haben die Möglichkeit, dass wir die Waffen automatisch nachladen oder man muss das Magazin auswerfen, geht hinter den Nacken oder hinter die Schulter, zack, nachziehen, fertig. So geht's. Ich spiele lieber so, das ist ein bisschen realistischer, auch wenn es dann eventuell schwieriger wird, aber ich finde es so eigentlich besser. Ja, ich würde sagen, wir gehen mal auf Aufgaben. Ich habe 3 Level schon gemacht auf leicht. Man muss immer erstmal die leichte Stufe erledigen, damit man eine weiter kann. Ich würde sagen, ich spiele die erstmal auf normal und guck mal, wie lange ich überlebe. So, fangen wir bei Mission 1 natürlich an. Und genau, hier haben wir jetzt die Silhouette. Wenn ich auf den Button drücke und dann loslasse, teleportiere ich dahin. Jetzt habe ich auf das Fass geschossen, was da stand. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Genau, abgeschlossen. Erstmal in Ruhe nachladen. So, und von der Grafik her, wir haben halt hier so eine Comic-Grafik. Ich finde die eigentlich ganz nett. Die Charaktere sehen auch ganz nett aus. Wenn wir die erledigt haben, können wir keinen Schaden mehr machen oder so. Aber das muss natürlich auch nicht sein. Ich habe jetzt hier auch kein großes Kantenflimmern oder sonst was. Sieht alles sehr angenehm aus und ja, läuft auch sehr, sehr flüssig. So, auf normal ist es schon einiges schwieriger. So, den haben wir erledigt. Also die Fässer sind echt gut, wenn ein paar, zwei, drei Gegner da stehen, die sind alle erledigt. Haben wir jetzt nicht genutzt. Den Schlitten ziehen, das gelingt mir manchmal nicht. Weiß ich nicht warum. Was ich ein bisschen komisch finde, Magazin wirklich von der Schulter ziehen. Da wäre doch hier irgendwie besser, wenn man hier so ein Magazin-Pouch hätte, sage ich einfach mal. Wir haben mal die Leben, wie oft wir getroffen werden dürfen. Okay, das hat jetzt keine Wirkung gehabt. Oh, oh, oh. Was mache ich denn?
Oh, die ging wirklich hier vorbei. Das war ganz, ganz knapp. Wir haben hier die andere auch noch, die nehmen wir jetzt auch mal. Where is he? Bam, Junge. Komm, nächste. Der war wohl überrascht. Hab das erschrockene Gesicht gesehen von dem, das war ja wohl geil. Drei Leben haben wir. Gar nicht so verkehrt. Schlecht wäre gar nicht, wenn man die Waffen aufheben könnte von denen. Wenn die schon mal andere Waffen haben. Das war's schon. Abschalten. Genauigkeit 49%. Okay, ich muss noch besser werden. Definitiv. Heimatbasis. So, das war die erste Mission. Jetzt haben wir 20.000. Für 20.000 konnten wir doch was kaufen. Die Piranha. Kaufen. So, die Hengst packen wir mal weg. Hier ist die Piranha. Wie schießt die denn? Die hat so einen Dreier-Schuss. Gar nicht so schlecht. Cool, gefällt mir. Nehmen wir mit, die beiden. Dann haben wir noch 5000. Bewahren wir einfach mal auf. So, dann haben wir das Level 2. Verbrecher pumpen Giftgas in ein Lüftungssystem in der Nähe einer neuen U-Bahn-Station, die sich noch im Aufbau befindet oder im Bau befindet. Ja, dann wollen wir das mal erledigen da, oder? Kommt da was von der Treppe? Oh, die ist nice. Die ist nice. Ich finde diese Art Spiele gar nicht schlecht. Aber ich finde Koop-Modus müsst ihr her. Okay, jetzt sind wir einmal getroffen worden. Ein Herz ist weg. Aber kriegen wir bestimmt gleich wieder. Ein bisschen vorsichtiger jetzt agieren. Hier geht's jetzt aber ab. Also ich find's gut für 14,99 €, mir gefällt's. Das war super wichtig, dass wir den gerade getroffen haben.
Oh, das ist ein Kran. Ich meine, man könnte es ein bisschen realistischer machen und eventuell noch so Optionsmodus reinmachen, dass ich mich auch hier per Free Locomotion bewegen kann. Wäre vielleicht als Update gar nicht so schlecht, finde ich. Okay. Also mehr als 3 Herzen können wir nicht, wie wir sehen. Aber gut. Und ich würde sagen, ab jetzt geht's. Hilfe! Huh! Who let the dogs out? Abwärts! Ich kann auch mal mit beiden schießen, oder? So, kann man die, das Herz, ja, schießen einfach mal ab, aber das hat halt keinen Wert, ne? Ich wollte auf das Fass da. Puh. Oh, das war's schon. Und ausschalten. Gut, durch den Dreierschuss war ich jetzt auch nicht mehr so genau. Ne? Man schießt natürlich immer mit einem Trigger dreimal. Aber es ist ja eigentlich auch egal. 13.000 kann man uns noch keine neue Waffe für kaufen. Aber ich finde, es macht Spaß. Muss ich schon sagen. Oh. Okay. Also das mit dem Schlitten verstehe ich nicht, da muss ich irgendwas falsch machen. Okay, drei auf einmal ist gar nicht so schlecht. Wow, das war gut. Ich will mich ja nicht selber loben, ja, aber... Von wo? Von wo? Stay on your Ich wollte gerade sagen, war es das jetzt? Na komm!
Wow! Ja, leg dich nicht mit John Wick an. Ist doch wohl klar, oder? Anstrengender als man denkt. Einfach Kill. So, wir nehmen noch mal die dicke Betty hier. Der hört sich natürlich umso geiler an, ne? Hier. Das heißt, so eine Art Beagle, ne? Der hat natürlich richtig Wumms. Aber man muss natürlich auch ein bisschen öfters nachladen. Hier natürlich ein bisschen einfacher zu handeln. In your face! Na komm! Ist ja auch dämlich, oder? Hockt er sich direkt neben mir hin? Da. Der war nice. Sagen wir mal vor? Ja. Das war blöd jetzt. Okay, der hängt da. Kommt jetzt noch was? Jetzt. Mit dem Rush habt ihr nicht gerechnet. Warum konnte ich denn gerade nicht mehr weiter? Komisch. Da ist vorne was passiert, ne?
Mist. Das wartet aber jetzt, oder? Tausend, gar nicht so schlecht. Kann man jetzt was Neues kaufen? Bitte, 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 25.000. 30, ah, okay. Nur jetzt haben wir besetztes Rathaus, da müssen wir auf leicht spielen, das geht jetzt nicht anders, aber da kommen wir bestimmt mit klar. Die wäre auf hart bestimmt schon schwierig. Das wäre immer besser, falls es dann einer rauskommt, aber kommt nicht, ne? Junge! Was ist denn mit euch falsch gelaufen? Bringt uns zwar nichts, aber let's move. Granaten wären hier nicht schlecht, dass man die noch benutzen könnte. Das habe ich mir gedacht, dass jetzt vielleicht noch ein Fenster kommt. Ach, schau mal, wie der da hängt. Geil. Aber nur weil ich ihn ärgern wollte, habe ich jetzt ein Herz verloren. Mann! Aber für die Aufnahme hat es sich gelohnt. So. So, das war schon mal gar nicht so schlecht. Hallo? War das schon bei euch hier? Ich habe mehr gegen
Gegenwehr gerechnet. So, jetzt haben wir genug Geld, um die nächste Waffe zu kaufen. Yes. Da stehst du auch schon? Gerade dieses Ausrufezeichen. Ah, komm hier, Baby. Ja, die Falke muss weg. Wir benutzen erstmal die hier. Nice. Da freue ich mich drauf. Da freue ich mich jetzt drauf. Aufgaben. So. Das Feinerco-Gebäude im Stadtzentrum wird von Feinden überrannt. Schalte sie aus. Das sollte uns jetzt gelingen, oder? Monster Kill. Brutality. Das ist echt ein nicer Teil. Also, da ist jetzt auf leicht dann auch wahrscheinlich viel zu leicht. So geil das Teil. Ihr macht einen riesen Fehler, Leute. Ach, das war doch nice. Ich will woanders hin eigentlich. Ein anderes Versteck? Ich muss jetzt nochmal checken. Da wäre ich gerne hingegangen. Hier so. Hinter. Aufzug. Wir wollen hoch, oder?
Also einfach mal abschalten und ein bisschen rumballern. Mega dafür. Also auf normal hätte mich jetzt getroffen, der Typ. Gut, dass man so ein bisschen sprayen kann einfach. Das ist so Hollywood-mäßig, hinter so Kartons sich verstecken bei einer Schießerei. Das ist Hollywood-like. So, ich bin ein bisschen aus dem Rand. Aus der Kamera raus. Das war's schon. Puh. Also es ist anstrengender, als man denkt. Und es macht mehr Spaß, als man vielleicht im ersten Augenblick denkt. Ich habe das Game als Trailer gesehen, dachte so, ja, nettes Game, aber mehr auch nicht. Aber es macht echt Spaß. Was haben wir denn hier für Munitionszähler? Können wir ausblenden. Hier, genau, hier können wir Auto oder manuell. Ich mache jetzt mal eine Runde auf Auto, dass ihr das auch mal seht. Gut, Rennen können wir hier nochmal einstellen. So, machen wir noch eine Runde, machen wir noch. Die Wohnungslosen der Slumstadt wurden zusammengetrieben und ihre Lager besetzt. So wurde Platz für die illegale Stimjam-Produktion auf einer verlassenen Baustelle gewonnen. Du musst dem ein Ende setzen. Stimjam will keiner, ne? Ghetto. In the ghetto. Ach so, geht er automatisch. Also okay. Also automatisch nachladen ist einfach zack, zack, runter. Kennt man von mehreren VR-Spielen so. Nach vorne jetzt. Ich vergesse immer, dass ich ja nicht mehr Automatik manuell nachladen habe. Da geht's hoch lang, da oben lang, aber. Ah.
auch ein ganz anderes Spielen jetzt mit dem automatischen Nachladen, muss ich sagen. Ist schon lockerer. Das merkt man. Das merkt man deutlich. Na komm. Ist er da noch da? Okay. Damit kommen die manchmal gar nicht klar, wenn man dann auf einmal die Position wechselt. Boah, ich spraye nur noch rum. Abschalten. Heimatbasis. So, ich glaube, das reicht auch. Jetzt haben wir hier noch Erfolge, was man alles so... Na guck mal, hier kann man hier wirklich die Belohnungen auch einkassieren, wenn man was geschafft hat. Sprengstoff und so weiter und so fort. Beanspruche. Vielleicht reicht es jetzt noch, um die nächste Waffe zu... Nee. 32.000 und die nächste kostete... 40, ne? Ja, okay. Ja, Leute. Ich würde sagen, hier beende ich auch die Folge. Wir haben jetzt noch Sendeturm. Und dann noch gemischter Konflikt. Oder, ja, hier steht Gemischer. Ne, Chemischer. Chemischer Konflikt. Aber ich würde sagen, hier beenden wir jetzt die Folge. Also, ich muss sagen, mir hat es jetzt mehr Spaß gemacht, als ich dachte. Ich dachte am Anfang so, ja, ein bisschen Ballerei. Aber ja, es packt einen immer weiter zu spielen, von Level zu Level und auch die Waffen freizuschalten, das macht Spaß. Wenn man jetzt einmal alles durchgespielt hat, weiß ich nicht, und man hat jetzt alle Waffen freigeschaltet, weiß ich nicht, inwieweit man ja, da noch mal immer wieder reingeht und spielt. Also von daher weiß ich nicht, wie motivierend das ist, immer wieder mal reinzuschauen. Aber für 14,99 und selbst wenn es jetzt mal insgesamt 5 Stunden Spielzeit oder Spielspaß beinhaltet, reicht es für mich aus, um zu sagen, ja, lohnt sich auf jeden Fall zu kaufen für 14,99. Und es ist ein Spiel, was jeder Neuling auch ohne Probleme spielen kann. Also hier Motion Sickness ist gleich null durch diese Teleport-Mechanik, die das Spiel hat. Und ja, ich finde es gut, mir macht Spaß, es ist ein einfaches Game, einfach mal rein, ein bisschen rumballern, nicht groß überlegen und ja, das muss auch ab und zu mal sein. Gerne eure Meinung zu dem Game unten in die Kommentare rein und ja, falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich jetzt freuen, wenn ihr einmal auf Abo drückt und natürlich, wenn euch das Video gefallen hat, ein Like da lassen, würde mich echt freuen. Ja, dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, tschüss.